für 3 Tage. So, wir sind jetzt gerade am Flughafen angekommen. Dieses wunderbare Geräusch, das ihr hört, sind unsere Koffer. Es ist -7 Grad in Graz und dort, wo wir gerade hinfahren, ist nicht viel besser. Nämlich Rust bei Freiburg, Europapark, Eurodance Festival. Jedes Mal ein Wahnsinnsgefühl und sehr, sehr aufregend, auch sehr, sehr kalt. Ja, wir freuen uns extrem. Schnell einchecken, weiter geht's. Das obligatorische Selfie vor dem Flugzeug bei jedem Festival. Ding! Dann. Wir sind endlich im Flieger, ein wenig spät. Eigentlich sollten wir schon jetzt wegfliegen. Wir sind jetzt sehr gespannt, ob es unsere Koffer schaffen. Schau mal, die Spannung steigt. Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft und vorletztes Jahr auch nicht. Ja. Schau mal, jetzt die Chancen steigern nach unten. Steigern? Nach unten. Steigen. Steigen. Ich werde diese Sprache endlich lernen. Sinken nach oben. Wenn ich für jeden Fehler Bussi bekommen würde, wäre rot. Wir fliegen nochmal jetzt. Wir sind in Basel angekommen, von wo man dann mit dem Auto Richtung Rust bzw. Freiburg fahren. Es war super knapp, dass man den Anschlussflug geschafft. Wir warten gerade auf die Koffer, ob sie es geschafft haben. Ich glaube nicht, aber ja, vielleicht. Schau, die Conny wartet schon. Ah! Unglaublich. Unglaublich. Die Koffer haben es geschafft. Hot. Hot. Weil meine Frau so hot ist. Tada. Boom. Ein Regenzimmer. Wow. Aber eines muss man in diesem Hotel klarstellen, das ist immer sehr spannend. Wir haben 4 Betten. Und das ist der Gast für 4 Personen. Für 4 Personen. Interessant. Aber eine Frage ist, welches Bett nimmst du? Voilà. Okay, ich nehme auch dieses Bett. Wir sind beim Eurodance Festival angekommen, sind im Europapark und natürlich eines der ersten Highlights, die wir gleich zeigen müssen, ist dieser Zug. Der Zug verbindet die ganzen Hotels im Europapark mit den ganzen Vergnügungsattraktionen. Genau. Und wir fahren gerade zur Arena, zu dem Hotspot, wo die meisten Workshops stattfinden. Und warum dieser Zug so ein Highlight ist, ist... Es ist einfach ein Märchenzug. Wegen dieser Musik. Kommt sich vor wie in einem Fairy Tale. Es ist ein Märchenzug, genau. Also da fahren wir jetzt gerade durch die ganzen Märchen vom Europapark. Diese Musik hat sich seit... Wir sind seit... Wie lang schon? 7 Jahre. Seit 7 Jahren sind wir jedes Jahr dabei. Sie hat sich noch nicht verändert. Ich denke, der Lokführer wird dort drinnen Heavy Metal hören und nur wir bekommen diese Musik. Ich glaube, der Lokführer dreht durch, wenn er sonst keine Kopfhörer oder irgendwas hat. Schauen wir uns jetzt die Fahrt an. Der
Der Europapark ist gerade zu der Zeit geschlossen. Man sieht aber, ja, dass da und dort Arbeiten sind. Aber ein kleiner Fun Fact: Der ganze Europapark ist im Besitz einer einzigen Familie. Das heißt, es ist im Privatbesitz. Und das ist immer unglaublich. Jedes Mal, wenn wir da vorbeifahren. Ein Wahnsinn. Und jedes Jahr kommen neue Sachen dazu. Jetzt heuer bauen sie gerade einen Wasserpark. Also wir sind jedes Mal, wenn wir da sind, sind wir einfach verblüfft. Und es ist alles so liebevoll gepflegt, renoviert. Es wird ständig unglaublich. Wieder neu restauriert. Also es ist wirklich unglaublich. Jetzt sind wir vor dem Dom vom Haupteingang. Das ist eine riesige Halle, wir werden es euch gleich zeigen, wo die ganzen Workshops stattfinden, aber auch nicht alle, sondern nur ein Teil davon. Und das ist der Workshop-Plan. Man muss sich das anschauen. 1, 2, 3, 4, 17. 17 Workshops parallel. Aber schau, wenn wir da umblättern. Yay! Wer ist denn das? Wer ist denn das? So, jetzt gehen wir mal rein. Hier läuft gerade West Coast Swing. Maxime und Tori, die zwei Superstars. Wir gehen aber weiter. Das ist der Super DJ, der Simon. Grüß dich, Simon! Na, da, das ist mein Partykumpel. Ja. Ja. Ab heute Abend geht's voll los. Aber richtig, ja? Hier schon Musikrecherche auf Spotify. Oh je, jetzt kommen einige Sachen auf uns. Wir wollen nicht alles verraten. Simon ist mein Partner in Crime, was Partys, Animationen und so angeht. Und jetzt gehen wir zu meinem Idolen. Das ist der Michael Kim. Das ist der Mann, der alles tanzen kann. Und jetzt macht er gerade New York Style Two-Step. Das wollte ich mir schon immer anschauen. Okay, Fun Fact, das war gar nicht Michael Kim, sondern Michael Kilbasa. Nächster Fun Fact, Michael Kim ist der Onkel von Michael Kilbasa. Und nächster Fun Fact, alle beide sind meine Helden, denn beide können alle Tänze so ziemlich und man weiß nicht, in welchem Tanz sie besser sind. You name it, they dance it. You name it, they dance it. Das wird ein sehr lustiges Wochenende. Apropos Helden, ich habe jetzt noch einen Held und das ist ein wahrer Held. Denn er heißt nämlich fast so, Mr. Mark Held. Hallo, schön dich zu sehen. Das nächste super bekannte Gesicht, er versucht sich hinter dem Bart zu verstecken, aber bei diesen Augen. Der offizielle Fotograf von Eurodance Festival und von 100.000 anderen Festivals. Der mittlere Name, offizielle. Christian! Hallo! Servus! Ich bin der richtige Profi jetzt geworden, gell? Übernachtest du? Könntest damit Geld verdienen, überleg dir das einmal. Na wirklich. Wahnsinn! Schau dir das an! Ja. Das macht. Moment. Das war. Ah, ja! Schau! Mama, ich bin berühmt! Dieses Foto werden wir nicht los. Es kommt jedes Jahr irgendwo raus, entweder innen in dem Heft drinnen oder außen. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, aber das erzähle ich später. Da, Mama, ich bin wieder da! Mama, ich bin da! Schau! Oh, wir sind noch immer da! Sowas von berühmt! Dankeschön! Bitteschön! Aber gerne! Ja, schau! Wir sind ja voll berühmt! Das haben wir noch gar nicht gesehen. Schau, da sind wir auch! Ja, laute Social Dancing Blog Artikel und unsere Gesichter. Schöner wäre es Social Dancing Blog Artikel und Connys Gesicht. Ohne meins. Es ist immer so eine Demut, volle Demutgefühle, wenn wir da jetzt in diese Heftel reinschauen und sowas. Aber ein wenig Freude auch. Es ist schon nach den Workshops und alle Instruktoren sind schon leicht müde und super hungrig. So, und jetzt kommen wir zu
dem Kerl, der eigentlich schuld ist, dass dieses Ding so groß geworden ist. Das ist der Kopf von dem Festival. Mastermind. Ja, der Matthias. Und ja, er ist auch schuld, weil wir immer da sind. Weil er so einfach so charmant ist. Ja, nur der muss uns leider nicht überreden, aber er tut das trotzdem jedes Jahr. Wir würden so auch kommen! Was? Auch ohne Geld? Ups, jetzt habe ich verplappert. Ja. Und ich schalte am besten die Kamera aus. Farid in the house! Look at him, look how nice he is. Very nice. Very nice. How are you? Hello. How are you, bro? Keiner redet eigentlich viel, alle sind so etwas um Essen und wollen sich nur ausrasten, denn es geht gleich weiter zu Party und zu Shows und Afterparty. Es kommt noch so viel auf uns zu. Bis später. Nach einer kurzen Rast nach den heutigen Workshops geht es jetzt zu Party. Wir sind bereits schon fertig und natürlich hat sich Madame angepasst und jetzt schauen wir aus wie ein Fußballteam. Nein, es war ein reiner Zufall. Reiner Zufall. Was hier gerade im Hintergrund passiert, ist, dass der Farid gerade Schimschem lernt. Das muss man sich anschauen. Deswegen liebe ich Eurodance Festival. Da kommen so viele Leute von allen möglichen Tanzrichtungen und kommen zusammen, tauschen sich aus. Baby? Ah, so inspirierend. Yeah. Yeah, and he's crushing my vlog, my video. But he's allowed to because he's a good guy. He's a good guy. I'm trying to. Die eine Party ist am Ende, aber gut, daran ist, dass es die nächste Party gibt. Die Julia sagt uns wo. Die nächste Party, weiter geht's in der Colosseo Bar. Das ist, wo man hingeht. Tag 2 von unserem Eurodance-Aufenthalt. Tag, naja, es ist in der Früh. Ich weiß nicht, das zählt schon als Tag. Es ist noch ein halber Tag. Aber wie auch immer, es ist 9 Uhr. Wir haben in einer halben Stunde den ersten Workshop und sind, wie man sieht, super frisch. Super frisch. Wir sagen uns, wir sind frisch. Ja. Wir sind freuen frisch. Uns auf jeden Fall auf die Leute. Ja. Und wenn wir im Kurs haben, wenn wir im Workshop drinnen stehen, dann ding, kommt gleich wieder hoch. Wie weggeblasen. Genau, ja. Vor allem ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn man bis 4 bei der Party war. Mhm. Ja, wir gehen einmal zum Workshop. Genau. Ja. Schauen wir mal, ob jemand von den Lehrern da ist oder ob wir die einzigen sind. Alles klar, wir sind die Einzigen. Hallo, grüß dich. Jetzt bin ich in unserem Saal angekommen, der Saal Goethe. Jetzt muss ich gleich eine Anekdote erzählen. Das erste Jahr, wo wir hier unterrichtet haben, habe ich dann den Leuten gesagt, drehen wir uns bitte zu dieser Wand und zu diesem Kerl. Und wer ist denn dieser Kerl? Sagen sie, Goethe. Der Saal ja heißt so. Ja, also seitdem sind wir immer wieder da und jedes Mal, wenn ich diesen Kerl sehe, denke ich an mein Fauxpas. Ja, allgemein Bildung ist so ein Ding, gell? Steht hier vor allem geschrieben. Goethe. Super. Diese Ansage muss man sich jetzt geben, bitte. Wir begrüßen Sie hier im
Conny und Dado. Ah, Wahnsinn! Wir sind gerade in der Pause zwischen unseren Workshops. Es war großartige Stimmung. Und gerade ist ein Fernsehteam gekommen und man sieht es im Hintergrund. Die Conny wird interviewt. Ich wurde auch interviewt und ich war so kitschig, unglaublich. Sie hat mich gefragt, was Tanzen ist. Oh mein Gott, dann ist es losgegangen. Schau mal, was die Conny sagt. Egal, woher sie kommen, egal welche Religion sie haben, egal welche Profession, egal welche sexuelle Orientierung, auf der Tanzfläche begegnet man sich und man ist sozusagen verliebt für einen Tag. Sie ist immer so. Ja. Super fein. Und jeder tanzen darf? Jeder. Es ist nur eine Frage der Zeit. So sympathisch, meine Frau. Unglaublich. Nicht so wie ich. Jetzt machen wir ein kleines Kamera-Battle mit den Jungs. Wer ist besser? Ah, das ist schon nicht schlecht, oder? Aber seine ist. Ja, seine ist größer. Ja, so was auch immer das heißt. Und ja. Ist lecker. Okay, ja, ja. Schau, dein Mikro und das ist mein Mikro. Wenn man ja. So. Ja, aber das kann er nicht einstecken. Und es wird missverstanden. Es gibt viele Gründe, warum wir Eurodance Festival lieben, aber vor allem sind das wie so oft die Menschen. Es gibt so viele coole, tolle Menschen, die wir jedes Jahr hier sehen. Das sind Klaus und Claudia, ja, unsere bayerischen lieben Tanzfreunde, ja, Fans wollen wir jetzt sagen. Tanzfreunde. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist dann immer so viel Liebe und das ist dann hier wie eine Happy Family, gell? Unglaublich. Oh, jetzt werde ich grün und rot im Gesicht. Ja, wir sind eine riesengroße, verrückte, happy Family, die sich jedes Jahr aufs Neue immer wieder sieht. Und da ist die Dani, da schau, Dani und Alex. Ja, vom Boden, große Brüder. Ja. Ist zwar jünger, aber macht das. Ja, laute liebe Leute hier, Wahnsinn. Die Workshops sind vorbei, jetzt ist die Mittagspause und man sieht da Woodles. Alle wollen was essen. Essen. Wir haben heute noch gar nicht gegessen, deswegen gehen wir jetzt einmal essen. Fast verdient, oder? Ja, ich glaube fast verdient. Die Stunde war. Er war sehr brav heute. Nochmal, was war das? Er war sehr brav. Lauter, weil man hört das nicht. Sehr brav. Ich war sehr brav. Jetzt haben wir das im Fernsehen. Jetzt haben wir das im Fernsehen. Jetzt ist hier peinlich. Wir bloggen in der. Wie heißt das? Jeder hat Zeit zu sehen. Ja, alle schauen zu. Okay, wir sind gar nicht komisch mit der Kamera und so. Nein, nein, gar nicht. Okay, wir gehen was essen. Bereich vom Eurodance Festival und ich bin da mit wahren Größen hier und super bekannten Leuten, wenn man da jetzt schaut. Das ist der Dietmar und die Nelia. Ja? Nelia, ja? Und da Markus und Bärbel sind natürlich da, die Lindy Hop Legenden. Und ja, es ist so cool, wenn man da solche coole Leute da sieht. Von diesem, kennst du dieses Video, das Swing-Video mit dem super coolen Pärchen? Das sind die und ich darf bei ihnen sein. Und jetzt zeige ich ein kleines Detail. Schaut euch dieses coole Tattoo an, bitte, von der Nelia. Ha? So, Wahnsinn. Und der Dietmar, du hast das gleiche, oder? Krempelt das ganz hoch. Wahnsinn! Sind die Eheringe. Die Heringe. Nicht Heringe, Eheringe. Die Heringe. Heringe. Ja. Lustig sind sie auch noch. Wahnsinn. Zu Afterparty. Vor mir sind Nelia und Dietmar. Sie halten sich da an. Schaut, wie süß sie sind. Sind sie nicht süß?
sind auf dem Basler Flughafen auf dem Weg zurück vom Eurodance Festival. Wir sind voll versorgt mit einem sündhaft teuren Schweizer Cappuccino und natürlich Toblerone muss auch sein. Eigentlich keine Schokolade, weil ich war so hungrig. Nur wenn sie extrem teuer ist. Es ist Zeit für ein Resümee vom Eurodance Festival und unseren Eindrücken, Empfindungen, Emotionen und alles dazwischen, davor und danach. Es war wirklich überwältigend. Was heuer uns besonders aufgefallen ist, ist, dass die Leute irrsinnig herzlich waren. Es war schon immer so, aber es wird die Familie von Teilnehmern immer größer, die jedes Jahr wiederkommen und sich schon kennen und sich wirklich freuen, dass man einander sieht. Und man kennt sich dann schon ein bisschen und hat sich schon ein bisschen ausgetauscht. Es ist eine ganz besondere Energie und ein Flair. Und natürlich die vielen tollen Tänzer und Tänzerinnen der verschiedensten Sparten, die auch mit neuen Ideen inspirieren, mit ihrer Art, wie sie Tanz sehen, mit ihrer Philosophie, die sie weitergeben. Und dieser gesamte Eindruck sozusagen schwingt jetzt bei mir zumindest sehr nach. Und dazu kommt noch die Organisation. Ja, also wie die Conny gesagt hat, diese Familie, dieses familiäre, herzliche Gefühl ist nicht ganz so schwer zu generieren, wenn du ein kleines, familiäres Festival machst. Wenn du ein Festival machst mit 6.000 Teilnehmern über 6 Tage, mit 600 Workshops, mit 300 Instruktoren, mit 250 oder so Mitarbeiter, die daran werkeln. Und wenn du da es schaffst, eine herzliche und eine freundliche und eine familiäre Atmosphäre, da wirklich Hut ab. Und das soll natürlich nicht eine Werbung oder irgendwie so einschleimen sein, sondern es ist wirklich unsere wahre Emotion jedes Mal, wenn wir dort sind und jedes Mal fragen wir uns, wie schaffen sie das? Jedenfalls immer wieder aufs Neue schaffen sie das und jedes Mal immer wieder aufs Neue sind wir davon begeistert und schwerst beeindruckt, wie die Conny gesagt hat. Es ist nämlich nicht nur eine perfekte Organisation, sondern man ist auch mit den Organisatoren sehr eng in Kontakt. Es hat jeder mal Zeit, dass er mit dir auch ein persönliches Gespräch führt. Ja, sie sind omnipräsent. Genau, ja. Dich auch fragt, wie es dir geht, ob du alles hast, ob alles passt. Und diese Kombination ist natürlich für jemanden, der dort dann quasi arbeitet, unter Anführungszeichen, ein besonderes Geschenk. Man muss an noch dieser Stelle mal Dankeschön. Ah ja, danke. Man muss noch dazu sagen, was extrem beeindruckend ist, auf welchem Level dieses Festival überhaupt organisiert wird. Das muss man sich einmal anschauen. Das ist so, ja, weil man gerade in der Schweiz ist, das ist so die Schweiz von den Festivals im positivsten Sinne. In jedem unserer Workshops war ein extra DJ und es sind 17 parallele Workshops und in jedem von diesen Workshops ist jemand, der für dich zuständig ist, für die Lehrer, für die natürlich Teilnehmer. Alles. Der dir auch mal einen Kaffee bringt, wenn du viele Stunden durchunterrichtest. Und natürlich nicht nur für uns aus der Sicht der Instruktoren, sondern auch aus der Sicht der Teilnehmer, wie wir haben mit ganz vielen gesprochen. Und sie sind einfach auch überwältigt, ob der ganzen Technik, Aufwand, Logistik, die dahinter im Hintergrund werkelt, damit die Leute unglaublich tolles Erlebnis da mit nach Hause nehmen und unglaublich tolle Gefühle und Informationen und Input und, und. Und dann diese Afterpartys. Oh mein Gott. Diese Afterpartys waren das, was ich im Vorfeld, bevor wir vor 7 Jahren überhaupt zum Eurodance Festival gekommen sind, etwas, wovon ich gehört habe und wovon die Leute geschwärmt haben, wo sie gesagt haben, alle Stile kommen zusammen und dann sind all diese, nicht nur Instruktoren, sondern auch unterschiedlichste Tänzer kommen auf einer Tanzfläche zusammen und tauschen sich aus und tanzen miteinander und. Also jedes Jahr aufs Neue ist das einfach jedes Mal ein super tolles Erlebnis und dann natürlich diese ganze Partystimmung und Animationen und dann diese ganzen Showcases, die spontan auf der Tanzfläche entstehen. Ja, einfach eine Social Dancing Magie. Es ist auf jeden Fall es wert, mal anzusehen. Das und selbst auszuprobieren. Vielleicht hört man es raus zwischen unseren Zeilen. Wir sind volle Fans vom Eurodance Festival.
falls es nicht rausgekommen ist, jetzt haben wir das auch ausgesprochen. Also es ist ganz klar, Eurodance hat ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, auf diesem Festivalgelände, egal in welche Tanzrichtung es geht. Und genau das ist jetzt ein Stichwort, Tanzrichtung. Da gibt es nicht eine Tanzrichtung, sondern man hat so viele Einblicke in so viele Tanzrichtungen. Das ist, glaube ich, einzigartig überhaupt, dass man von so vielen Tanzrichtungen so viele Einblicke bekommt. Was Eurodance Festival anbietet, ist, dass deine Horizonte eben unglaublich viel erweitert werden können, weil es sehr viele unterschiedliche Stile gibt mit unterschiedlichen Hintergedanken, Kulturen dahinter. Es sind einfach so viele verschiedene Welten in einem kleinen Raum verpackt und dadurch erlebst du so viele fast Planeten eigentlich, von denen du Paralleluniversen, das ist wahrscheinlich das beste Wort. Eigentlich ist es ein Vieltänzer-Mekka. Genau, das Tänzerherz schlägt höher. Und dadurch lasst es irgendwie den Horizont erweitern. Danke. Wir haben auch gestern ganz wenig geschlafen, wieder mal. Und deswegen sind wir jetzt leicht langsam. Ein bisschen müde. Das ist sonntags nach Festival Blues quasi. Genau. Ja, wir warten jetzt auf unseren Flug, um wieder nach Hause zu fliegen und auch diese vielen neuen Ideen und Eindrücke nach Graz zu bringen. Denn das ist natürlich für uns immer besonders schön, dass wir auch diese neue Inspiration in Graz dann ausleben dürfen und hoffen, dass ihr auch ein kleines Stückchen davon mitbekommt und vielleicht das selber mal ausprobiert und einfach mal hinfahrt und euch das selber anschaut. Bald geht unser Flug los, aber ich glaube, die Gefühle werden sehr viel länger bei uns bleiben. Wir freuen uns extrem auf das nächste Jahr wieder. Ab geht's nach Hause. Tschüss. Ciao, ciao.